Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute häkeln wir zusammen diesen niedlichen Schlüsselanhänger und dafür brauchst du für den Planeten eine Häkelnadel 2,5 und natürlich die passende Wolle dazu. Und für die Sterne brauchst du Wolle 1,25 und eine Häkelnadel 1,25. Und dann würde ich sagen, kannst jetzt auch losgehen und du beginnst wie immer mit einem Fadenring. Solltest du noch nicht wissen, wie der Fadenring funktioniert, verlinke ich dir ein Video, wo du das besser erkennen kannst. In diesen Fadenring häkelst du 6 feste Maschen. Wenn du das hast, ziehst du den Fadenring fest zusammen. Wenn es nicht auf Anhieb funktioniert, versuch es einfach nochmal. Manchmal hakt das ein bisschen. Dann nimmst du dir einen Markierungsfaden, damit du weißt, wo der Rundenanfang ist und verdoppelst jetzt jede Masche. Das heißt, du häkelst in jede Masche 2 feste Maschen. Dann verdoppelst du jede zweite Masche. Das heißt, du häkelst in die erste Masche eine feste Masche und in die zweite 2 feste Maschen. In die nächste dann wieder eine feste Masche und in die darauffolgende wieder 2 feste Maschen. Nun wird jede dritte Masche verdoppelt, das heißt, du häkelst in die ersten 2 Maschen jeweils eine feste Masche und in die dritte wieder 2 feste Maschen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Dann verdoppelst du jede vierte Masche. Das heißt, du häkelst in die ersten 3 Maschen wieder jeweils eine feste Masche und in die vierte wieder 2 feste Maschen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Jetzt wird noch jede fünfte Masche verdoppelt, das heißt, du häkelst in die ersten 4 Maschen jeweils eine feste Masche und in die fünfte wieder 2 feste Maschen. Auch das wiederholst du natürlich die ganze Runde lang. Dann häkelst du 2 Runden lang in jede Masche eine feste Masche, also keine Zunahmen und keine Abnahmen. Nun häkelst du wieder in jede Masche eine feste Masche, stichst aber dabei nur in das hintere Maschenglied ein. Du siehst es ja, du hast hier eins und hier eins und du stichst jetzt immer in das hintere Maschenglied ein und das die ganze Runde lang. Jetzt häkelst du noch einmal in jede Masche eine feste Masche, stichst aber wieder nur in das hintere Maschenglied ein. Dann haben wir nämlich unsere 2 Kanten, wo wir später den Ring drumherum häkeln. Dann häkelst du noch einmal
in jede Masche eine feste Masche, stichst aber jetzt wieder durch beide Maschenglieder durch. Jetzt häkeln wir die Abnahmen und da wir zuletzt jede fünfte Masche verdoppelt haben, nehmen wir jetzt jede fünfte und sechste Masche zusammen ab. Du häkelst also in die ersten vier Maschen jeweils eine feste Masche. Stichst in die fünfte vorderes Maschenglied ein, in die sechste vorderes Maschenglied, Faden holen durch beide Schlaufen ziehen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Ich zeige es dir noch einmal. In die nächsten vier Maschen häkelst du wieder jeweils eine feste Masche. Stichst in die fünfte vorderes Maschenglied ein, in die sechste vorderes Maschenglied, Faden holen durch beide Schlaufen ziehen. Jetzt nehmen wir jede vierte und fünfte Masche zusammen ab. Das heißt, du häkelst in die ersten drei Maschen jeweils eine feste Masche. Stichst in die vierte vorderes Maschenglied ein, in die fünfte vorderes Maschenglied, Faden holen durch beide Schlaufen ziehen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Aber ich zeige es dir noch einmal. Du häkelst also wieder in die nächsten drei Maschen jeweils eine feste Masche. Stichst in die vierte vorderes Maschenglied ein, in die fünfte vorderes Maschenglied, Faden holen durch beide Schlaufen ziehen. Jetzt nehmen wir jede dritte und vierte Masche zusammen ab, also in die ersten zwei Maschen jeweils eine feste Masche. In die dritte vorderes Maschenglied einstechen, in die vierte vorderes Maschenglied einstechen, Faden holen durch beide Schlaufen ziehen. Auch das wiederholst du natürlich die ganze Runde lang. Nun kannst du das Ganze schon mal richtig fest ausstopfen. Und jetzt nehmen wir jede zweite und dritte Masche zusammen ab. Das heißt, du häkelst in die erste Masche eine feste Masche, stichst dann in die zweite vorderes Maschenglied ein, in die dritte vorderes Maschenglied, Faden holen durch beide Schlaufen ziehen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Jetzt nehmen wir noch jede erste und zweite Masche zusammen ab. Das heißt, du stichst in die erste vorderes Maschenglied ein, in die zweite vorderes Maschenglied, Faden holen durch beide Schlaufen ziehen. Auch das wiederholst du natürlich die ganze Runde lang. Wenn du das hast, dann kannst du den Faden abschneiden und durch die letzte Masche ziehen und dann nähen wir noch das kleine Loch zu. Das heißt, du stichst mit der Nadel unter oder zwischen den Maschen durch nach innen, gehst drumherum, ziehst an, gehst durch die nächste drum und das machst du natürlich, bis du komplett drumherum bist. Und wenn du das hast, dann kannst du den Faden festziehen. Dann stichst du ihn nochmal irgendwo durch und dann kannst du den Faden einfach abschneiden. Du nimmst dir dann also die Farbe, die du haben möchtest für den Ring und wir werden jetzt gleich in diese Kanten, die wir gemacht haben, häkeln. Du nimmst dir also die Farbe, die du brauchst, stichst in eines dieser Maschenglieder ein, holst du den Faden, machst eine Schlaufe und dann stichst du nochmal in dieselbe Masche ein und machst eine feste Masche. Dann stichst du in die nächste Masche ein, machst eine feste Masche. Und das machst du jetzt die ganze Runde lang. Also in jedes dieser Maschenglieder kommt eine feste Masche. Und wenn du drumherum bist, dann stichst du einfach direkt in die erste Masche ein,
und verdoppelst jetzt jede sechste Masche. Das heißt, du häkelst in die ersten fünf Maschen wieder jeweils eine feste Masche und in die sechste wieder zwei feste Maschen. Das wiederholst du die ganze Runde lang. Wenn du das hast, dann kannst du noch eine Kettmasche in die erste Masche machen. Also du holst den Faden und ziehst dann die Schlaufe durch die Schlaufe. Dann schneidest du den Faden ab und ziehst ihn komplett durch. Jetzt nehmen wir noch die andere Reihe, weil wir haben ja zwei. Und jetzt drehst du den Planeten einmal um. Nimmst dir wieder den Faden, den du benutzt hast, und machst jetzt dasselbe auf der unteren Seite. Weil wir haben ja gedreht, also sind wir wieder auf der unteren Seite. Und wenn du das hast, kannst du den Faden abschneiden, diesmal einen längeren Faden lassen, weil wir das gleich zusammen nähen. Ziehst ihn komplett durch. Und bevor du die beiden Teile zusammennähst, vernähen wir noch die anderen Fäden, also die, die übrig geblieben sind. Du nimmst dir also eine Nadel und dann stichst du da auf die innere Seite ein, also so, dass du nach innen rauskommst. Und dann gehst du nochmal ein bisschen durch das Gelbe durch und direkt durch den Planeten. Und jetzt ziehst du das leicht an, nicht fest, weil sonst verformt sich das. Und dann kannst du den Faden abschneiden. Und das machst du jetzt auch mit allen anderen Fäden, außer den, den du dann zum Zusammennähen brauchst. Also den längsten Faden lässt du bitte dran. So, und jetzt nähen wir das Ganze zusammen. Und das ist ganz einfach. Du stichst auf der einen Seite durch beide Maschenglieder durch und genauso auch auf der anderen. Und dann ziehst du das Ganze fest. Und dann gehst du in die nächsten beiden Maschen, wieder durch beide Maschenglieder durch und ziehst den Faden fest. Und das machst du jetzt, bis du komplett drumherum bist. Und wenn du denn drumherum bist, dann kannst du den Faden auch nochmal drum machen und dann einmal nach innen durch das Gelbe durchstechen, immer nur leicht anziehen und dann den Faden abschneiden. Und fertig ist dein Planet. So, jetzt müssen wir noch die kleinen Sternchen machen und die habe ich schon einmal aufgenommen, deswegen seht ihr hier gleich einen älteren Clip, wo ich die Sterne schon einmal erklärt habe. Du beginnst also wieder mit einem Fadenring. Und in diesen Fadenring häkelst du fünf feste Maschen. Wenn du das hast, ziehst du den Fadenring wieder fest zusammen. Dann verdoppelst du jede Masche, das heißt, du häkelst also wieder in jede Masche zwei feste Maschen. Dann verdoppelst du wieder jede zweite Masche. Das heißt, du häkelst in die erste Masche eine feste Masche und in die zweite wieder zwei feste Maschen. In der letzten Masche beginnen wir aber schon die Zacken. Nachdem du also die letzte Zunahme gehäkelt hast, machen wir hier weiter mit den ersten Zacken. Also häkelst du in die letzte Masche ein halbes Stäbchen, also Umschlag, einstechen, Faden holen, durch alle drei Schlaufen ziehen. Dann ein Stäbchen in dieselbe Masche, also Umschlag, einstechen, Faden holen durch die ersten zwei Schlaufen ziehen, Faden holen durch die letzten zwei Schlaufen ziehen. Dann nochmal ein halbes Stäbchen, also Umschlag, einstechen, Faden holen durch alle drei Schlaufen ziehen. Und dann noch eine feste Masche in dieselbe Masche. In den nächsten zwei Maschen häkelst du jeweils eine Kettmasche, also einstechen, Faden holen, Schlaufe durch die Schlaufe ziehen. In die nächste einstechen, Faden holen, Schlaufe durch die Schlaufe ziehen. Das wiederholst du, bis du fünf Zacken hast. Also nochmal in die nächste Masche ein halbes Stäbchen, Umschlag, einstechen,
Faden holen, Fadenholen durch alle drei Schlaufen ziehen, ein Stäbchen, Umschlag, einstechen, Fadenholen durch die ersten zwei Schlaufen, Fadenholen durch die letzten zwei Schlaufen. Noch ein halbes Stäbchen, dann eine feste Masche und dann wieder zwei Kettenmaschen. Wenn du das hast, ziehst du den Faden einfach raus, schneidest den Faden ab, lass einen langen Faden zum Zusammennähen dran, ziehst ihn komplett raus und jetzt häkelst du das Ganze noch einmal. Wenn du das hast, dann werden die zwei Teile zusammengenäht. Du nimmst also eine Nadel und du stichst jetzt auf beiden Seiten durch beide Maschenglieder durch. Also du kommst von der einen Seite zur anderen Seite, ziehst den Faden fest, gehst in die nächsten zwei Maschen durch beide Maschenglieder, ziehst den Faden fest und dann wieder durch die nächsten zwei Maschen und Faden festziehen. Das machst du, bis du fast drumherum bist und dann stopfst du das Ganze ein bisschen aus, sodass es nicht ganz so platt ist. Und das musst du richtig mit einer Schere machen, damit du eben damit du in alle Ecken reinkommst. Und wenn du das hast, dann nähst du den Rest zusammen. Und wenn du das hast, dann kannst du den Faden wieder irgendwo durchstechen und einfach abschneiden. Da müssen wir noch alles zusammenfügen. Und falls du nichts hast, was du unten dran machen kannst, so wie ich, dann zeige ich dir kurz, was du da stattdessen machen kannst. Du nimmst dir also wieder dünnere Wolle und dann machst du eine Schlaufe, eine ganz normale. Und dann häkelst du zwei Luftmaschen. Und dann machen wir so eine Büschel- oder Popcornmasche oder ich weiß immer nicht, wie die heißen. Auf jeden Fall machst du einen Umschlag, stichst ein, holst dir den Faden. Machst einen Umschlag, stichst ein, holst dir den Faden. Und wenn dir das genug ist, dann ziehst du den Faden durch und dann machst du noch einmal eine Schlaufe. Und dann schneidest du ein längeres Stück ab und ziehst den Faden durch. Dann nimmst du dir eine Nadel und den ersten Stern. Wie du sie anordnest, ist ja ganz dir überlassen und wie viele du machst. Und dann stichst du dann mit der Nadel von der einen Seite zur anderen Seite durch. Versuch eine Mitte vom Stern zu erwischen. Und dann siehst du ja auch schon, warum ich da diesen Böppel gemacht habe. Dann nimmst du dir den nächsten Stern, fädelst den da ebenfalls auf. Und den nächsten Stern, wenn du noch einen hast. Und dann nimmst du dir den Planeten. Und dann nähst du dir die Sterne da an, wo du sie haben möchtest. Du musst sie nicht an derselben Stelle annähen wie ich. Ich habe es auch ein bisschen schräger an den Schlüsselanhänger dran gemacht. Und dann steche ich da einfach irgendwo ein, ziehe das Ganze fest, gehe eigentlich am besten nochmal durch den Stern. Habe ich ein bisschen verfehlt, leider. Aber auf jeden Fall machst du das da fest und die Fäden kannst du dann wieder irgendwo durchstechen und einfach abschneiden. Und hier siehst du, dass ich das mit einem Hängerchen da unten gemacht habe. Ich dachte nur, ich zeige euch, wie es geht, falls ihr so etwas nicht zu Hause habt. Und ja, damit ist der niedliche Schlüsselanhänger fertig. Der hängt jetzt tatsächlich an meiner Tasche. Und ich hoffe, das Video hat dir gefallen und geholfen. Wenn ja, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Und wenn du mich unterstützen möchtest, dann teile das Video auch sehr gern. Und wir hören uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.